Es ist eine kleine, dunkle Stege, die mich in den Backstage-Bereich bringt. Dort wuseln schon verschiedenste Leute umeinander und mir als Künstler wird es da ziemlich etwas boten. Ja, hier oben kommen wir Folgendes über. Ihr kommt die Tische über, da könnt ihr euch einfach vergnügen. Schlussendlich essen ihr dann hier auch. Da wird dann hier das Buffet aufgebaut und dann könnt ihr da schöpfen und da essen. Aber nicht nur, ihr könnt euch nicht nur verweilen, sondern ihr habt noch einen eigenen Backstage. Also nichts wie los in meine eigene Garderobe und wie sich das gehört, habe ich als Musiker natürlich einen Haufen Extrawünsche. Extrawünsche, ja, das ist ganz speziell. Eigentlich muss man die vorausbestellen. Und da gibt es Sachen wie Special Alkohol oder ja, Socken hat es auch schon gegeben, aber die haben wir natürlich nicht vorausbesorgt oder eben Unterhosen. Aber wenn dann die Bands hier auf der Gasse sind, dann, wenn sie es unbedingt wollen, gehen wir es auch posten. Gut, aber mein kleiner Extrawunsch von einem kurzen Schwatz hat mir Patricia Michel immerhin erfüllen können. Und auch kulinarisch wird ich versorgt. Und keine Angst, es gibt für mich nicht nur Wasser zu trinken. Jetzt gehen wir aber noch ab in die Küche. In diesem Saal gibt es für mich heute noch zur Nacht. Mal schauen, was auf dem Programm steht. Hoi Fabian. Heute haben wir grünen Salat, dann haben wir Haxen nach Tessiner Art und ein Pilzrisotto. Das Wasser läuft mir schon im Maul zusammen und serviert wird alles mit einem Lächeln. Wir Musiker sind nämlich beliebte Gäste. Das macht mir sehr Freude. Ich komme auch ein bisschen aus einer Ecke von Künstlern. Wir sind schon fast 30 Jahre befreundet mit dem Zirkus Royal und mit Clowns und Kalorien. Mit dem Marion habe ich früher im Zirkus Royal auch Feste organisiert. Bin dann nachher einmal noch beim Beat Wiesler gewesen, in der Wallisenkanne. Habe dort noch gelernt, besser kochen. Und hast dann selber gewagt, den Keller zu eröffnen. Wir haben aber nur eigentlich im Winter offen, weil im Sommer ist es ein bisschen feucht, da kommen die Leute nicht so in den Keller. Dann lassen wir die Ida-Zeugin weiterkochen. Der Plan zeigt, es gibt noch einen Haufen zu tun. Auf mich wartet jetzt aber noch das Wichtigste. Und zwar schnappe ich meine Gitarre und dann geht's ab auf die Bühne.